Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Late Cretaceous Park. Ich baue hier direkt schon fleißig ein Aviarium. Da soll dann der Barbaridactylus rein. Ich habe bei dem Aviarium mal die Mitte freigelassen, damit es mal so ein bisschen anders ist. Und drumherum habe ich dann überall Beobachtungsgalerien gemacht und auf einer Seite dann auch das diese Brutstation. Das Ganze habe ich dann auch mit dem bisherigen Wegenetz verbunden. Beziehungsweise ich habe jetzt hier erstmal wieder so eine Dreieckskreuzung gemacht. Immer ein bisschen friemelig, damit das alles wie in einem Schwung aussieht. Aber machbar. Muss ich nur die Zeit nehmen. Und dann habe ich das Ganze miteinander connected. Und auf der Oberseite habe ich dann auch den Weg weitergeführt, auch wieder mit so einer Dreierkreuzung. Das habe ich eigentlich durch den gesamten Park weiterhin durchgezogen. Ich habe dann auch hier wieder die beiden Wege miteinander verbunden. Und dann dazwischen ein bisschen mehr Wald eingezeichnet. Und was hatte ich natürlich vergessen? Diese geschwungenen Dreierkreuzungen. Deswegen musste ich die hier nochmal nachholen. Soll ja dann auch alles gleichmäßig aussehen. Und dann musste ich natürlich auch noch wieder den grauen Rand bei dem Weg weiterführen. Das Schöne ist ja, dass dadurch der Weg auch noch mal ein bisschen verbreitert wird. Das ist halt auch so eine Fleißarbeit, die sich sehr lohnt, finde ich. Aber das Schöne ist ja, im Speedbild und sowas und im Videoformat kann ich alles rausschneiden, beschleunigen und sowas für euch. Dann kann ich das halt immer ganz entspannt machen. Mache ich mir eine Serie oder so nebenbei an und dann ist die ganze Arbeit eigentlich halb so wild. Und ich finde halt, das Endergebnis, es lohnt sich wirklich. Also da ist es halt echt nicht so schlimm, wenn man da mal eine Viertelstunde oder so einfach nur stumpf Wege einzeichnet. In die Mitte bei dem Aviarium habe ich dann einige Bäume platziert. Und dann ging es endlich an diese freie Fläche. Dort, wo halt das Gehege hin sollte. Da habe ich jetzt erstmal komplett einen Zaun drumherum gezogen. Schön nah am Weg. Und daraus habe ich dann auch noch einen Doppelzaun gemacht. Da kann man halt immer bei diesen Connection Points einfach eine ganz kurzes Stück abbauen, also so kurz wie es geht. Und dann hat man einen schönen gleichmäßigen Doppelzaun. Da kriegt man auch immer super die Rundung hin. Da habe ich dann jetzt auch noch eine Gyrosphärenfahrt eingebaut und eine Beobachtungsgalerie. Und dann habe ich ein paar Lampen platziert und habe hier auch schon vorher den Zaun ausgetauscht und das vorne weggemacht. Also ich war mir da so ein bisschen unschlüssig, wie ich das Ganze machen möchte. Ich habe mich dann letztendlich dazu entschieden, ganz, ganz viele Felsen zu platzieren. Also das, was ich jetzt hier gerade mache für dieses kurze Stück, das habe ich dann im Endeffekt um das gesamte Gehege herum gemacht. Es war sehr viel Arbeit, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Es ist dann auch der komplette vordere Zaun verschwunden, also wir hatten dann gar keinen Doppelzaun mehr. Aber es war halt trotzdem nicht schlecht, dass ich einen Doppelzaun am Anfang gemacht habe. Weil dadurch hatten wir einen sehr, sehr gleichmäßigen Abstand zum Weg. Und ich habe dann halt einfach immer diese Lücke zwischen Weg und Zaun mit Bäumen, Lampen und Felsen ausgekleidet. Dann
haben wir auch wieder diese schönen gelben Bäume, die wir schon öfter verwendet haben, mit drin bei dem Gehege. Und wieder schön weiter Felsen platziert. Ich will gar nicht wissen, wie viele Felsen das im Endeffekt waren. Ich glaube, richtig, richtig viele. Aber im Videoformat geht's ganz schnell, wie ihr sehen könnt. Schon sind wir fertig. Und da ging es auch schon an die Gestaltung von dem Gehege. Da habe ich jetzt erstmal wieder das Ganze so ein bisschen abgesenkt. Zumindest an den Stellen, wo man durch den Zaun gucken kann. Weil ihr seht schon, ich habe nur an einigen Stellen halt so offenen Zaun gemacht. Immer so an den Kurven. Dadurch entstehen halt so ein paar Interest Points. Und gerade an diesen Kreuzungen und Kurven hat man halt einen breiteren Weg. Und dann können halt die Leute dort besser gucken, weil da nicht so ein Gedrängel ist. So war zumindest der Gedanke. Ich meine, die Gäste stört es jetzt im Endeffekt sowieso nicht. Vor die Galerie habe ich Wasser gemacht. Und dann schon mal die Gyros-Fernstrecke durch das Gehege geplant. War eine relativ kurze Tour, aber ja, fand ich trotzdem ganz cool. Habe ich nämlich lange nicht mehr gemacht, so eine Gyros-Fernfahrt. Ich glaube, die letzten Male haben wir immer so eine Tour gemacht. Habe dann hier in der Mitte auch nochmal ein bisschen das Gelände angepasst. Aber auch immer nur so minimal. Also es waren jetzt keine krassen Höhenunterschiede. Aber ich finde, es macht trotzdem immer viel aus, wenn das immer so ein bisschen hoch geht und runter. Dann sieht nicht alles ganz so flach und langweilig aus. Und den richtigen Effekt kriegt man eigentlich immer erst, wenn man das Ganze anpinselt mit Terrainfarben. Dann sehen die Höhenunterschiede gleich viel krasser aus, finde ich, wenn da so ein bisschen Fels und sowas ist. Dann durften natürlich auch einige Bäume nicht fehlen. Gebe ich jetzt auch alle per Hand platziert, damit die auch genau an den Stellen sind, wo ich sie haben wollte. Und ich wollte halt auch nicht so riesige Bäume dort haben. Ist ja auch nicht für so einen riesigen Fleischfresser, deswegen fand ich kleinere Bäume ein bisschen passender. Dann habe ich natürlich auch noch einen Feeder platziert und auch einen Ziegenfutterspender. Was auch cool ist auf dieser Karte, ist, dass es hier diese roten Blumen gibt. Die sehen auch echt schön aus. Die sorgen nochmal für so einen schönen Kontrast. Und bei den Felsen habe ich mich eher klein gehalten, also eher kleinere Felsen benutzt. Die habe ich überall so ein bisschen verteilt platziert. Immer schön von oben geguckt, ob es mir gefallen hat von der Position und Menge. Und dann noch abschließend ein paar mehr Büsche. Das war es auch schon mit dem Gehege. Jetzt ging es natürlich auch wieder darum, die Waldränder so ein bisschen schöner zu machen. Da habe ich dann nochmal so ein paar kleinere Bäume platziert, damit der Übergang halt schöner wird. Und auf die Kreuzung habe ich dann auch wieder Springbrunnen platziert. Dann auch noch um das Aviarium herum das Ganze ein bisschen mehr ausgeschmückt. Büsche konnte ich da irgendwie nicht wirklich viele platzieren, leider. Deswegen musste ich da dann nochmal ein paar mehr Felsen machen. Und dann nochmal so ein paar mehr Bäume per Hand platziert. Und jetzt mussten wir natürlich auch noch von innen das Aviarium gestalten. Da habe ich jetzt erstmal Wasser entlang dieser Mittelsäule gezogen,
Und dann auch ein paar Erhöhungen mit reingemacht. Bevor ich jetzt hier weiter mit Felsen mache, ist mir dann eingefallen, ich muss ja auch noch Feeder platzieren. Sollte man eigentlich immer erst machen. Da habe ich auf drei verschiedene Seiten ein Feeder gemacht, direkt vor die Beobachtungsgalerie. Und dann das Wasser nochmal so ein bisschen angepasst. Und jetzt konnte ich mich auch mit Felsen austoben. Ich habe hier sogar mal so ein bisschen größere Felsen benutzt. Da können die dann super drauf landen, die Flugsaurier. Ich habe auch noch so ein paar Landeplattformen platziert. Und dann wieder einige Büsche noch ins Wasser platziert. Dann noch der ein oder andere Baum an die Ränder, sodass er keine Sicht verdeckt. Und in das Aviarium kommen, wie gesagt, Barbaridactylus. Das sind jetzt hier die ersten fünf. Lass mal direkt noch die nächsten frei. Aber insgesamt habe ich hier 10. Die haben aber echt schöne Skins bekommen, weil ich habe jetzt alles auf random gestellt. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, aber ihr seht das ja schon ganz gut. Passen auf jeden Fall super von der Farbe hier rein in die Landschaft. Ich denke mal, von der Größe kommt es auch hin, weil das Aviarium ist nicht so klein. Die verteilen sich, glaube ich, ganz gut, dadurch, dass es halt hier einmal im Kreis geht. Die Gäste sich nur am Beschweren. Aber das ist mir egal. Sieht auch cool aus hier mit den Bäumen in der Mitte. Dadurch entstehen halt auch so schöne Bögen überall. Und da landet jetzt auch unser letzter Australovenator. Dieser ist jetzt eher so dunkel und hat sehr, sehr farbenfrohe Streifen. Der Kopf ist sehr, sehr cool von der Farbe. Dann haben wir hier einen grün. Einen mit roten Streifen. Und auch noch einen roten. Sehr coole Fleischfresser. Ja, von der Größe her sollte es auch hinkommen, denke ich mal. Ich hätte vielleicht sogar 5 machen können, aber 4 schon okay. Die werden sich dann schon hoffentlich gut verteilen in dem Gehege. Und hier ist halt nochmal das Aviarium. Das sieht doch schon ganz nice aus von oben, würde ich sagen. Und ja, Leute, das soll es jetzt auch mit der heutigen Folge aus unserem Late Cretaceous Park gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.